Welchen geben wir denn mal? Der Bauer. Ja, nehmen wir mal. Der war ja eigentlich nicht verkehrt. Ach du Scheiße. Ah ja, Kacke. Das war ein bisschen viel. Aber nur so ein bisschen. Frage ist, ob jetzt diese Form wirklich so die beste ist. Nehmen wir das hier. Das ist bestimmt gleich viel besser. Wehe, wenn nicht. Das hat auf jeden Fall mehr Leben, glaube ich. Auf jeden Fall glaube ich. Gut, Mammut. Gut, Mammut. Aus dir wird noch was. Ein Quacksalber, mehr aber auch nicht. Aber sonst ist hier auch nichts mehr, ne? Nö, okay. Ich habe gerade gesehen, dass ich hier jetzt noch nicht gewesen bin. Und dann sowas. Naja. Dann gehen wir mal den langen, langen Weg nach irgendwo hin. Ich glaube, wir haben auch noch irgendwo einen Weg einfach mal missachtet und nicht gegangen. Ja, weil hier in dem Bereich ist wohl irgendwie noch was, was ich nicht erkundet habe. Da kann man mit der hinkommen. Manchmal ist das auf der Karte auch sehr, sehr schwierig zu erkennen. Dadurch, dass allein diese Zwischenräume hier immer fehlen mit den Treppen und so was. Ist nicht so optimal gelöst, muss man einfach mal sagen. Einfach mal meckern. Hey, da gibt's Gold. Ich werde sterben. Oder auch nicht. Ich werde sterben. Oder nicht. Hallo. Ich hab gesagt, ihr sollt mich anchargen. Habe ich darum gebeten. Warum tut ihr denn sowas? Beinahe wieder mein Leben außer Acht gelassen, weil ich jetzt ein bisschen auch gucken muss, wohin ich ziele. Ja. Ich glaube, hier sind wir gestorben, ne? Kann das sein? Immer den Leichen folgen. Trümmern und so was. Hier würde ich gerne noch einmal nach links gehen. Festzustellen, hey, hier ist nichts Lohnenswertes. Aber hey, zumindest kann ich jetzt auch nur mal sehen gehen, hier ist nichts Lohnenswertes. Dass der die Katze jetzt hier so komische Geräusche macht. Yeah. Zwei Rahmops. Wird immer besser hier. Einmal Fame. Und nochmal Fame, hey Fame increased, hey. Mehr blocken, mehr blocken, mehr blocken. Haben wir immerhin schon 8% Blockchance. 8 von 100 Schlägen werden geblockt. Wenn ich überhaupt so viel aushalte. Noch ein Rahmob, ernsthaft. Ich habe nichts dagegen, aber wundert mich halt gerade, dass wirklich so viel auf einen Haufen sind. Passiert ja auch nicht alle Tage. Aber ist okay. Ich kann damit klar. Ich bin der Einzige, der damit klarkommen muss. So, Mana-Tränke sind echt ein bisschen Mangelware, ne? Ich hab was gepult.
Bisschen hier schon Diablo 1 Technik, ne? Gegner bis zur Tür pullen und an der Tür alle töten. Ja, das sehe ich. Was soll ich dagegen tun? Ach ja, vielleicht mal ein Heal. Okay. Weiter geht's, weiter geht's. Ohne Mana geht's immer weiter. Da hinten sind die Stufen nach unten. Hallo. So, und hier unten sind auch noch zahlreiche Gegner. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Da vielleicht. Ich schau mal ganz kurz. Ja, hier ist eine Treppe, die führt hier runter. Ist ja gut. Ich sollte auf jeden Fall mal Heiltränke und Mana-Tränke nachkaufen. So. Du willst nicht sterben. So kurz vorm Ende quasi, kurz vorm Ende der Ebene. Dann müsste ich den ganzen Weg hier nochmal hinlaufen, so unnötigerweise. Oh Gott. Aber auch, ne, Heiltränke werden gerade echt weniger. Phasenbiest. Aha. Das ist auch nicht wirklich schlimmes. Ein Phasenportal hat es geöffnet. Sollen wir da rein? Wir machen es einfach mal. Ist das jetzt gut? Irgendwie glaube ich nein. Besonders weil ich halt, ne? Ich kann kein Portal öffnen. Ich bin echt so ein bisschen am Arsch gerade. Au. Oh Gott. Okay, Katze. Katze. Geh mal nach Hause. Das kann nicht die Paten von mir. Willst du mich verarschen? Ist ja bedauerlich. Okay, nehmen wir trotzdem erstmal alles mit. Hinterher kann man immer noch meckern. Was für ein Level habe ich jetzt eigentlich? 33, okay. Das heißt, ich könnte auch die Schultern jetzt tragen. Theoretisch. Kein Gegner? Oh, okay, gut, ich habe nichts gesagt. Ich hab gepult. Ey, Schwein. Dieses kindische Gelächter, ne? Geht mir leid auf den Keks. Ich glaube echt, das liegt an der Verwandlung des Viers. Der soll keine Goblin wiederbeleben, der soll einfach nur sterben. Danke. Sehr freundlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Your pet is hurt.
Jetzt habe ich doch die großen Heiltränke mal eben schnell reingeschmissen, damit ich jetzt hier nicht sterbe, weil ich nicht weiß, ob ich dann hier wiederbelebt werde oder nicht. Oder vielleicht doch. Ich meine, die Ebene ist zum Glück nicht so lang, ne? Aber trotzdem. Ist halt ein Phasenportal, das heißt, es ist kein gewöhnliches... Kein gewöhnlicher Aufenthaltsort. Ja, ja. Ja. Ich finde, wir schlagen uns hier ein bisschen souverän durch. Ein bisschen souverän. Und ich muss hier weg. Ach, Scheiße. So viel Stress. So viel Stress. Und noch mehr davon. Lohnt sich das denn wenigstens hier oben? Stimmt nicht. Hier, das nehmen wir mit. Ah, ne, geht ja nicht, weil wegen volles Inventar. Gut, dann machen wir mal Inventar auf. Auch das Inventar der Katze. Dann schmeißen wir den normalen Schrott hier mal raus. Bitte warten. So, dann kriegt die Katze schon mal den Mist, bis er davon nichts mehr tragen kann. Na, halt die ganzen wertvollen Dinge. Und die anderen schmeiße ich jetzt auch mal raus. Kann ich auch die ganzen Embers mitnehmen und so. Theoretisch. So. Haben wir hier einmal Necklace, Ashen Scepter, Grand Healing Potion. Und was haben wir dann hier? Hallo, bleib mal stehen. Du sollst hier das mitnehmen, Mana Potion, auch die Truhe. Da ist nichts mega wichtiges drin. Hier, da liegt so viel. Ach, da sind teilweise Sachen, die ich rausgeschmissen habe. Okay. Dann ein Ember. Amber Watson. Okay. Doorbell Wall. Gut. Da haben wir es. Dann können wir jetzt tatsächlich halt noch Schrott mitnehmen zum Verkaufen. Okay. Sehr, sehr schön. So. Dann machen wir jetzt aber gleich ein Stadtportal, dass wir halt dann einmal zurückkommen, damit wir dann wiederum einmal verkaufen können. In der Theorie. Und auch Tränke kaufen und so. Weil ich halte das für notwendig. So, davon hier ist jetzt auch nicht wirklich irgendwie was gebrauchbar. Nee. Ist gar nicht mal so verkehrt, aber nee. Einfach nur, nee. Die hebe ich mir ja auf. Falls ich die irgendwie tatsächlich noch verbinden möchte. Ich habe ja hier auch noch irgendwo einen Sockelstein, Sockelplatz frei. Aber, ne. Siehst du, ich hätte noch was der Katze geben können. Da hätten wir sogar noch mehr mitnehmen können aus dieser Rotzebene. Aber, nö. So, dann einmal hier. In die Kiste. Zack, 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 zack. Dann... Identifikationsrollen hier voll machen, bitte. Heiltränke. Kann ich gedrückt halten, schade. Ja, und die Heiltränke, die kosten jetzt natürlich enorm viel Geld, ne? Sind jedes Mal 204 Gold. Halleluja, kein Wunder, ich kein Gold habe. Ja, okay. Gut. Haben wir das? Kann ich der Katze hier nochmal was zu essen geben? Ja.
Ich werde armselig sterben, habe ich das Gefühl.